Servus meine Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Ja Leute, ich besitze jetzt diesen Controller schon seit über knapp 5 Monate. Und ich dachte mir jetzt, es ist einfach mal an der Zeit, so ein kleines Fazit abzugeben oder generell meine Meinung dazu, ob sich das lohnt oder für mich gelohnt hat, so einen Controller sich anzuschaffen. Der Controller ist wirklich teuer. Also im Netz geht der zwischen 1500 und 2000 Euro rum. Ich habe ihn auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Da kriegt man natürlich die Sachen auch ein bisschen günstiger und natürlich auch gebrauchter Zustand, nicht neuwertig. Und das heißt, man kann sich damit wieder ein bisschen Geld sparen. Aber ich will euch einfach mal sagen, ob sich das gelohnt hat, hier für mein kleines Setup, sage ich mal, so einen Controller sich zuzulegen für daheim. Genau, also der Grund, warum ich das gekauft habe, das habe ich auch schon in anderen Videos gesagt. Ich will irgendwann mal in Clubs auflegen oder auf größeren Partys. Und ich war mit einem Pioneer-Controller nie so vertraut. Das heißt, ich habe eigentlich noch nie einen Pioneer-Controller aufgelegt, sondern mit meinem Numa-Controller. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, das schon fast an die 5000 Aufrufe geht. Das finde ich abnormal krass. Ich habe jetzt mir am Anfang für, ich glaube, 160, 170 Euro damals den Numa-Controller geholt. Der hat mich jetzt 2 Jahre begleitet oder über 2 Jahre. Danach habe ich einfach spontan auf eBay Kleinanzeigen geschaut, bin halt fündig geworden, weil ich schon immer einen Pioneer-Controller haben wollte. Weil das Problem war bei mir, wenn ich mich zum Beispiel in einem Club bewerbe oder einfach mal anschreibe, hey, kann ich mal auflegen bei euch im Club oder auf einer Party? Und dann sagt er so, ja, okay, kein Problem, Equip haben wir schon. Gut, und dann stehe ich da. Equip ist meistens in jedem Club ein Pioneer-Controller, beziehungsweise nicht der gleiche wie dieser hier, sondern meistens dieser CDJ 2000 oder wie die heißen. Das sind einfach diese getrennten, das heißt, diese verschiedenen Decks, also Deck A und Deck B, sind aufgeteilt. Man hat einen separaten Mixer und nicht nur ein Display, sondern zwei. Das heißt, auf dem Deck B 1 und auf Deck A 1. Und dann dachte ich mir so, okay Leute, wie funktioniert das Ganze? Und deswegen war es für mich einfach so ein Kaufgrund oder so eine Überlegung am Anfang, ob ich mir sowas zulegen soll. Und ich muss sagen, bis jetzt bereue ich es überhaupt nicht. Es ist zwar eine Menge Geld, keine Frage, also man zahlt schon echt viel, viel Geld dafür. Aber erstens, man bekommt eine echt Top-Qualität. Die ganzen Knöpfe haben den perfekten Druckpunkt, sage ich mal, beziehungsweise wackeln so gut wie gar nicht. Klar, wenn man natürlich damit jeden Tag mehrere Stunden mixt oder so, irgendwann merkt man das natürlich auch. Aber ich sage mal so, im Groben und Ganzen, die Qualität, die stimmt einfach für das Geld. Also könnt ihr euch so schon mal, im Hinterkopf behalten. Ja, wenn ihr einfach so viel Geld ausgebt, habt ihr natürlich auch eine Top-Qualität. Es gibt zwar auch so Konkurrenz wie Dänen oder was gibt es noch, Traktor, die haben auch sowas rausgebracht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wer der Erste war. Aber ich muss sagen, in jedem Club, wo ich bis jetzt war, also ich war auch letztens mal in einem Club, da hat mein Lieblings-DJ aufgelegt und dann stand ich ein bisschen weiter an der Seite vorne und dann habe ich mal so geschaut und habe gesehen, Pioneer. Und deswegen denke ich mir einfach so, hey, es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich mir irgendwie von einer anderen Marke einen hole. Die sind wahrscheinlich genauso gut, aber ich will ja damit üben, beziehungsweise ich will einen Controller haben, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, damit ich das gleiche ungefähr im Club habe, dass ich mich einfach schon mal auskenne, weil es bringt mir halt wenig, wenn ich irgendwie von einer anderen Marke, wie gesagt, einen Controller habe und ganz andere Funktionen habe wie dann im Club und dann steht man da und dann denkt sich der Veranstalter so, hey, ich dachte, du kannst es und du willst hier auflegen und dann funktioniert hier nichts. Deswegen hat sich der Kauf echt für mich gelohnt und wie gesagt, er hat so viele Knöpfe und so viele Funktionen, man kann etliche Anlagen oder zusätzliche Decks noch anschließen. Hinten sind die ganzen Anschlüsse noch. Ja, viel gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ihr habt ein super Display, ihr habt Riesenfläche. Das Coole daran ist auch noch, dass man hier die Jogwheels, nennt man die, dass die so groß sind wie meine Hand. Und das ist einfach viel, viel angenehmer, damit zu arbeiten. Das heißt, ich kann hier einfach beim Mixen durch diese Einkerbungen, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dem Licht hier sieht, genau hier, hier sind so Einkerbungen, die sind ja halt extra für die Finger gedacht, dass man besseren Grip hat. Und dann denke ich mir so, geil, für das Geld, was ich dafür bezahlt habe, kriegt man Qualität. Und das finde ich einfach so ein Punkt, hey Pioneer, ihr habt so ein Top-Produkt rausgebracht. Ich würde mir auf jeden Fall jederzeit wieder einen holen.
Ich wollte mir am Anfang eh den CDJ-2000, also die gesplitteten, die aufgeteilten Controller holen. Aber das Problem war einfach, dann wäre ich glaube ich bei zwischen 3.500 und 4.000 Euro. Und das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Geld gewesen. Und hier habe ich einfach was Kompaktes. Ich kann den zum Beispiel auch noch auf Events mitnehmen. Ich habe hier, wie gesagt, eine schöne Fläche. Ich kann euch das mal zeigen von der Perspektive. Er ist halt extrem, ja, groß. Man hat viel Fläche, alles kompakt auch noch gehalten. Das heißt, die Knöpfe sind nicht so aneinander gepresst, sondern man kommt an jedem Regler super hin. Das ist meine Meinung dazu. Also ich kann ihn jedem empfehlen. Aber wenn du jetzt ein Anfänger bist oder anfangen willst mit DJ oder auch so einfach nur just for fun, dann rate ich dir auf jeden Fall, schau dir mal auf jeden Fall den Numa Controller an, da habe ich ein Video drüber gemacht. Der lohnt sich als Einsteiger echt top, also da hat man auch so viel Möglichkeiten, man hat sogar Trackpads, also diese Pads hier. Und das ist für die Preisklasse auch ziemlich selten, dass sowas dabei ist. Und zudem war der auch ziemlich breit gebaut, das heißt man hat auch da ein bisschen Fläche. Aber ich kam mir damals schon ein bisschen komisch vor, da habe ich glaube ich vor, ich glaube 100 Leuten oder so aufgelegt und dann kam ich mit so einem kleinen Controller und dann dachte ich mir so, okay, ich hoffe die sehen mich nicht von da oben oder sehen meinen Controller nicht. Aber das ist jetzt auch gar nicht das Thema, sondern wie gesagt, ich kann ihn euch sehr, sehr empfehlen, den Controller. Er ist super, man hat so viele Möglichkeiten. Man kann das mit dem Laptop verbinden. Und dazu gibt es auch noch, wenn man den kauft, kommt drauf an, wo ihr es kauft, eine Lizenz für den Laptop. Also dann kann man sozusagen das Display vergessen, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil wenn ich schon so einen Controller habe, dann will ich ja mit diesem Display arbeiten und nicht noch zusätzlich hier oder auf der Seite irgendwo einen Laptop hinstellen. Und ihr könnt einfach so viel, viel angenehmer arbeiten. Das heißt, es ist auch noch Touch, das habe ich euch aber auch schon gezeigt. Deswegen Leute, wenn ihr einen Controller sucht und Geld auf der Seite habt oder irgendwelche Überlegungen habt, ob ihr euch so einen holen sollt, ich kann es euch empfehlen. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ich habe letztens nachgeschaut, es gibt ja diesen XDJ RX1. Das ist die erste Generation, die ist schon ein bisschen älter, die wollte ich mir damals eigentlich holen. Und dann habe ich, wie gesagt, den auf eBay Kleinanzeigen angeschrieben, habe gesagt, hey, ich hätte Interesse. Bin ich vorbeigefahren, habe noch mit ihm ein bisschen gequatscht, echt ein cooler Typ. Und dann haben wir uns noch mit dem Preis ein bisschen runterhandeln können, beziehungsweise ich habe ihn ein bisschen runterhandeln können. Und dann sagt er so zu mir so, hey, du weißt ja schon, dass es die zweite Generation ist. Und ich so, wie zweite Generation? Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, dass schon eine zweite Generation draußen ist. Ich war einfach so, ja, geflasht von dem Controller und von dem Preis, dass ich einfach zuschlagen musste. Und dann hat er mir gesagt, hey, du hast ja das neueste Modell, was draußen ist. Und zusätzlich schenke ich dir noch diese Lizenz für einen Laptop, weil die kostet, glaube ich, auch nochmal separat so an die 100, 130 Euro. Und dann dachte ich mir so, hey, cooler Typ, Dankeschön. Und wie gesagt, ich kann ihn euch tiefstens ans Herzen legen. Ich kann ihn auf jeden Fall euch empfehlen. Der macht seit dem ersten Tag so viel Spaß oder beziehungsweise es macht so viel Spaß damit aufzulegen. Ich werde jetzt demnächst auch viele Clubs anschreiben, ob ich jetzt mal auflegen kann, weil ihr seht mich eigentlich nur zu Hause beziehungsweise hier in meinem Studio. Und der Grund war auch eigentlich, wie ich ja schon gesagt habe, ich will damit in Clubs auflegen, einfach dass ich eine Erfahrung damit habe, damit ich ein bisschen üben kann zu Hause und irgendwann später mal in Clubs auflegen kann. Jetzt sind 4-5 Monate schon vorbei. Jetzt wird es langsam an der Zeit, in Clubs aufzulegen. Das Problem ist halt immer so, ja, ihr wisst, was ich für eine Musik höre. Ihr wisst von meinem anderen Channel, was ich da hochlade. Und dann denke ich mir so, ich weiß halt nicht, ob die Leute das im Club hören. Aber genau das ist der Fehler, weil du sollst dich ja verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt den Clubbesitzer anschreibe, zum Beispiel bei uns hier um die Ecke gibt es einen Club, da bin ich eigentlich ziemlich regelmäßig drin und jedes Mal, wenn ich drin bin, höre ich so die Musik und denke mir so, boah, ich würde so gern auflegen, ich hätte so Bock da aufzulegen. Jetzt muss ich einfach mal hin, frag ihn mal, sag so, hey, ich schicke ihm einfach mal einen Link von meinem YouTube-Kanal, dass er sich mal was anhören kann. Dann kann er selbst entscheiden, ob ihm das taugt oder nicht. Wenn nicht, dann ist es halt so, kann ich auch nichts ändern. Aber ich habe halt schon so viele Anfragen bekommen von Freunden, auch von fremden Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, so, hey, legst du mal wo auf, kann man was von dir hören? Dann habe ich gesagt, hey, schaut euch meinen YouTube-Kanal an und
also die meisten Nachrichten kamen halt über Instagram. Und dann kriege ich auch noch ein Feedback von euch, auch auf dem Kanal hier. Und das ist halt ultra geil, weil so macht es mir halt einfach Spaß weiterzumachen. Wir haben auch jetzt schon die 81 Abonnenten. Erstmal fetten Dank an euch, Leute. Ihr seid echt die Besten und immer, fast in jedem Video gibt es Kommentare, die lese ich mir durch, die beantworte ich so gut ich kann. Und genau das will ich damit bezwecken, das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, was ich mal für ein Video bringen soll oder sonstiges oder irgendwas wissen wollt über mich, Leute, ich weiß nicht, schreibt mir einen Kommentar oder auf Instagram, da bin ich am aktivsten unterwegs und da sind wir auch schon fast 500 Abonnenten auf Instagram, deswegen wäre cool, wenn wir die 500 voll machen. Da fehlen, glaube ich, nur noch so 4 Leute oder so. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu diesem Controller. Also wie gesagt, ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Hier habt ihr einen kompakten Controller. Hier habt ihr alles, was ihr braucht. Hier habt ihr etliche Anschlüsse für verschiedene Anlagen. Und dazu gibt es auf Thomann zum Beispiel, weil da kaufe ich viel ein. Ist auch jetzt keine Werbung oder so, wo ich jetzt hier einblenden muss, weil die mir nichts gesponsert haben oder so. Aber auf Thomann oder generell, wenn ihr in Google was eingebt, zum Beispiel den XDJ RX1 oder 2, was ihr halt so habt, dann gibt es solche eine Case, das sind so ja, Taschen, sage ich mal, wo ihr einfach diesen Controller ganz normal einpacken könnt. Und das finde ich einfach so, ja, das war einfach noch so ein Kaufgrund auch für mich, kompakt, schnell und zuverlässig, weil bis jetzt hatte ich keinen einzigen Absturz bzw. ja, irgendwelche Lags oder sonstiges. Die Tracks wurden super reingeladen, die Waveform funktionieren einwandfrei, die Touch-Funktion, was viele auch geschrieben haben in so einem Forum, dass da ab und zu Probleme gibt und ihr kriegt regelmäßige Updates. Und das Beste ist einfach, ich habe hier zwei USB-Slots, das habe ich euch auch schon gezeigt, USB 1 für die Musik, USB 2 für das Recorden. Und das ist einfach für mich so ein, ja, so ein Punkt, wo ich sage, einfacher geht's nicht. Das heißt, ich stecke einfach den USB-Stick da rein, habe meine Musik schon verwaltet bzw. vorbereitet, was ich aufnehmen will, drücke hier einfach auf Master Recording, der nimmt den ganzen Mix auf. Es werden noch viele Projekte hier mit FL Studio kommen und da kommt was richtig Geiles. Das werde ich am Wochenende aufnehmen, das heißt, nicht verpassen, Leute, ich werde euch hier einfach auf dem Kanal auch zeigen, wie ihr einen Remix erstellen könnt. Weil ich das bis jetzt, oder beziehungsweise wo ich damals angefangen habe, nie auf YouTube gefunden habe, sondern nur auf Englisch und dann so schlecht erklärt. Beziehungsweise ich hatte dann immer so Fragen, hey, wie funktioniert das? Und genau das hat er dann nicht gezeigt und deswegen will ich hier einfach so einen Content bringen, dass ich euch was beibringen kann und ihr mir dabei noch Fragen stellen könnt und ich die dann wieder im Nachhinein beantworten kann. Und das ist einfach so der Grund, warum ich den Kanal eröffnet habe. Und länger will ich jetzt auch nicht reden, das Video geht jetzt schon über 18 Minuten. Genau, falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Links findet ihr auch zu meinen Social Media Kanälen unten in den Kommentaren, in der Beschreibung. Genau, so ist es. Und genau, was ich noch kurz sagen will, bevor ich jetzt das Video beende. Heute ist ein neuer Mix auf meinem Kanal online gekommen. Nicht auf den, sondern auf meinem anderen. Das heißt, schaut unten auch in der Beschreibung vorbei. Da ist ein Link zu meinem anderen Kanal. Ist ein geiler Mix rausgekommen. Checkt den gerne mal ab. Schreibt mir euren Kommentar dazu. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und schönen Abend. Peace.